Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video bei Akis Berlin. Heute Kochen mit Akis, ich bin euer Gastgeber und heute machen wir scharfe Garnelen mit einer Sesam-Koriander-Erbsenpaste und schönen Nudeln dazu. Ja? Als erstes schneiden wir erstmal, dass viele da sind, einfach zwei kleine Schalotten klein, dass wir das schon mal haben. Ja. Die braucht man noch was für den Sesam. Die Garnelensoße und Sesam. Einfach zwei Schalotten, dass wir die schon noch haben. So, erstes gehen wir hin, Nudeln kochen, ein bisschen Salz ins Wasser. Zack. Die Nudeln, je nachdem wie viel ihr möchtet, nehmt ihr euch ein paar raus. Immer so ein einfacher Trick. Nudeln rausnehmen. Einmal so machen, einmal vordrehen, hinfallen lassen, fertig. So, was habt ihr das? Ja, jetzt gehen wir mal hin, das haben wir zwei Schalotten, ja. Dann machen wir noch die Schale ab. Haben wir ja hier, seht ihr ja, könnt einfach mit dem Finger hingehen. Zack, wegschmeißen. Dann gibt es heute Garnelen dazu, einen wunderschönen Tofu. Dann haben wir Koriander vorbereitet, wir haben Erbsen vorbereitet, ein bisschen Sahne, Paprika edelsüß. Hier haben wir wunderschönen Knoblauch. Hier habe ich grünen Chili vorbereitet. Dann haben wir hier Koriander, schwarzen Sesam und eine schöne Sesampaste. Seht ihr das? Genau. Und das alles machen wir als nächstes fertig. Die Nudeln haben wir reingemacht. Hier haben wir uns einen Topf hingemacht für den Tofu. Den Tofu, den tun wir natürlich nachher blanchieren. Der kommt dann auch nachher zu den gebratenen Garnelen rein. Und die Nudeln habe ich einfach genommen. Ganz normale Pastanudeln. Und das war es dann auch schon. Und das benutzen wir heute alles. Und dann geht es auch schon los. So. Jetzt geht er hin. Nehmt euch einen schönen Tofu. Tofu könnt jeder. Ist was ganz Leckeres. Dann geht er einmal hin, macht einmal so. Einmal in der Mitte durch. Eins. Zwei. Drei. Dann legt ihr euch hin. Schneidet euch kleine Würfelchen runter. Ich mache das meist so, ja, dass es ein bisschen einfacher geht. Dann nehmt ihr euch den, der gewürfelt ist, nehmt euch ein bisschen und ab in den Topf. Dann macht jetzt die ganzen Stückchen rein. Bei dem Tofu wollen wir ja ein bisschen, dass er Geschmack bekommt, vorkochen. Dann nehmt euch den Tofu, legt den schön rein. Bisschen Salz dazu. Ja. Dann tun wir den nämlich schon. Geben wir ins Wasser ein bisschen Gewürze rein. Was ich gerne mache, einen kleinen Schuss Sojasauce. Thomas einmal hier rühren lassen. Dann gehen wir hin. Nehmt euch einen Keller. Tut einmal die Nudeln rumrühren. Die Nudeln im Durchschnitt 8 Minuten al dente, aber wir machen sie 7 Minuten. Ja? Wir wollen ja einen schönen Geschmack haben. Und einmal umrühren. Fertig.
Tofu ist auch am Kochen. Das ist Brot. Jetzt geht er hin, meine Freunde. Das ist Klingelpapier. Kann man schon sauber machen. Zack. Das heißt, das kann er wegmachen. Jetzt fangen wir an. Jetzt nehmen wir uns die zwei Schalotten. Zack. Dann geht er hin. Schneiden wir schöne kleine Würfelchen. Dann wieder hier hin. Dann wieder schön klein schneiden. Die Schalotten in kleine Würfelchen geschnitten, weil die brauchen wir noch für unsere Garnelen. Dann könnt ihr das ruhig behalten, ja. Dann nehmt das nächste. Zack, nehmt euch einen Koriander. Koriander. Könnt ihr so zusammenquatschen. Dann tut ihr den auch schön schneiden. So. Tofu müsst ihr nichts machen. Den wollen wir nur einfach ein bisschen nachkochen, dass er einen guten Geschmack kriegt. Und das machen wir bei Tofu einfach ein bisschen, dass es ein bisschen geschmackvoller ist. Nehmt euch eine Pfanne und schönes Öl rein. Lasst ihr die Pfanne ein bisschen heiß werden. Und jetzt als erstes, was wir machen, wir nehmen Knoblauch. Ja. Knoblauch habe ich ein bisschen vorgehackt schon. Dann nehmt ihr euch 2, 3 Zehen, je nach Geschmack. Macht ein bisschen Öl rein, ein ganz kleines bisschen Salz rein. Dann kriegt das so eine schöne Masse. Und der Vorteil ist auch, dann ist er auch nicht mehr so dick oder so kräftig. Dann könnt ihr den auch schon innen drin, seht ihr das? Also der tut schön nachziehen und dann ist er viel intensiver. Natürlich die Mitte vom Knoblauch mal rausmachen. Dann geht er jetzt hin. 1, 2. Gehen wir hin als nächstes. Wir machen. Wir nehmen unsere Garnelen, ja. Und die Garnelen könnt ihr euch schon reinlegen, ja. Könnt ihr euch schön hingehen. Eine nach der anderen. Schön reinmachen. So eine schöne Garnelenpfanne kriegen. Das sind die letzte noch. Das ist ganz wichtig, einmal das Ganze würzen. So. Ein bisschen salzen schon. Ein bisschen Chili dazu.
Dann habe ich hier grünen Chili. Und es gibt ja heute scharfe Garnelen. Und je nachdem, nach Geschmacksgrad, macht er so ein bisschen in die Ecke. Jede Ecke ein bisschen. So, ein bisschen in die Mitte. Fertig. Nächstes hier noch meine Nudeln rein. Ja. Nudel al dente kochen müsst ihr euch immer merken, 6 Minuten. Je nachdem die Größe, es gibt ja unterschiedliche Nudeln. Aber wenn ihr nachher die in eine Soße einlegt, macht lieber 2 bis 3 Minuten weniger. Weil in der Soße tun die ja noch ein bisschen nachziehen. Unser Tofu hier unten, seht ihr das? Der ist auch schon ein bisschen besser. Dann habt ihr auch schön die Wärme dazu. Ja. Wieder hin. Dreht euch die kleinen Röhrchen hier um. In der Pfanne umdrehen. Paprikapulver veredelt es. Das geht da hin und wird schön rüber machen. Einmal. Zweimal. Dann habe ich Erbsen vorbereitet. Dann ungefähr 300 ml Sahne. Die kommt gleich mit dazu. Muss richtig schön hingehen und ist alles schön vermengen. Seht ihr das? Ja, das ist eine gute Farbe. So, von die Sahne. Zack. Sahne dazu. Die Erbsen mit rein. Dann schon mal das Ganze umrühren. So, und das lassen wir jetzt leicht köcheln, ungefähr 5 Minuten, mehr nicht. Dann haben wir unsere Soße schon, die fast fertig ist. Und ganz am Schluss machen wir eine Tofu dazu. Das gehen wir hin. Was ich immer gerne mache, ist ein Teil von Koriander schon rein. Nochmal mit Chili nachsetzen. So, die Nudeln sind jetzt fertig. Und kurz ausschalten die Nudeln. Der Tofu ist fertig, könnt ihr auch ausschalten. Habt ihr eure schöne Soße. Später so ein schöner Teller. Dann seht ihr die Farbe schon. Das wird unglaublich schön und intensiv. Der Geruch ist auch perfekt. Mit der Sahne, mit dem ganzen Knoblauch, mit den Schalotten. Das ist echt was Einfaches und Garnelen, die durchkochen. Ihr seht das schon. Einfach, klassisch, macht viel Spaß. Ist ein leckeres Gericht, die Garnelen nicht zu schleicht werden müssen. So, jetzt geht er hin. Stopp. Jetzt lasst ihr das schön köcheln. Wasser einmal ein bisschen abschütten.
So. Ich lasse die Pasta jetzt ein bisschen Nudelwasser lasse ich drin, ja. Das möchte ich vom Geschmack. Das ist sehr, sehr gut. So. Das Ganze kocht. Schön einreduzieren lassen. Nehmen wir uns die Nudeln zusammen. Die Nudeln. Tellerchen. Frische Nudeln niemals abschrecken. Das ist ganz wichtig. Ihr habt es ja frisch gekocht. Geht er hier hin, nimmt ein bisschen von Tofu. Der ist natürlich butterzart jetzt. So. Legt euch den mit rein. Es ist wichtig, dass er nicht mehr so viel in der Pfanne rumrührt dann. Dann nimmt euch die Tofu-Stückchen. Macht die wirklich schön rein, wenn ihr die habt. Und dann ganz wichtig, ihr bewegt es einfach schön. Schön im Kreis, immer wieder drehen. Dann geht der Tofu von ganz alleine runter, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen schön, dass er in der Soße vermengt wird. Und wenn ihr das habt, hier hin. Könnt ihr euch die Garnier nehmen. Und den ein paar Stück hoch. Habt auch ein bisschen Platz noch. Tofu da drin. So. Jetzt schnappt ihr euch das. Wieder hin. Und ruhig ein bisschen grob machen. Einmal rein. Habt ihr die Soße. Pasta drüber. Das. Es duftet herrlich. Es ist ein sehr einfaches und schnelles Gericht. Wenn man Lust hat auf Garnelen, ein bisschen scharf sind. Dann ein bisschen Soße noch. Sesampasta. Mal rüber. Einmal rüber. Ein bisschen frischen Koriander. Ein bisschen Honig. Und fertig ist mein Gericht. Scharfe Garnelen. Einer Sesam-Erbsen-Currysoße sozusagen, schön eingelegten Tofu, den wir mitgekocht haben. Dann nimmt ihr Sesam dazu, ein paar Erbsen, ein bisschen Knoblauch und schon fertig habt ihr euer Gericht. Und jetzt natürlich wie immer gehen wir mal die ganze Geschichte mal. Also wenn ihr jetzt hingeht, ja. Ihr habt ja hier die Pasta. Nehmt euch ein bisschen Tofu mit den Erbsen. Koriander habt ihr dabei. Dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Genial. Sehr, sehr würzig. Sehr kräftig. Hat einen guten Biss. Die Garnelen sind natürlich auch sehr, sehr lecker. Ihr habt den Tofu dabei. Der Tofu mit dem Koriander und mit dem Sesam ist echt ein Highlight. Also der Tofu hat das Ganze alles aufgenommen. Und dann habt ihr diese schöne Schärfe noch, ihr habt Knoblauch dabei. Sehr, sehr lecker. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ihr kocht das mal nach. Das ist ein einfaches und klassisches Rezept. Wenn ihr Tofu daheim habt, ihr habt noch nicht so viel mit Tofu gemacht, habe ich mir gedacht, einfach ein paar Garnelen, ein bisschen Erbsen, ihr könnt auch Karotten oder Mais nehmen zum Beispiel. Schmeißt das alles mal in den Topf, tut es alles schön umrühren. Dann habt ihr ein schönes, kräftiges Aroma in dem Tofu drin. Mit Pasta super genial. Einfach zum Nachkochen. Probiert es aus. Und das Gute ist, wenn ihr das macht, ist es einfach einfach. Also jeder hat schon mal Tofu gesehen. Und schmeckt auch sehr, sehr lecker. Ich finde es einfach schön, wenn ihr das Ganze habt. Und auch mit den Garnelen. Das ist echt ein Zauber. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ein schönes Wochenende euch. Euer Akis Berlin. Kochen mit Akis. Tschüss. So lecker. Oh, das ist so geil geworden. Mein Gott, ist das lecker mit den Garnelen. Echt köstlich.